Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachbloß und einer neuen Ausgabe von Montags-Marvel. In der letzten Folge habe ich mit Hude ja sehr überschwänglich über den Avengers-Film gesprochen, weil der von uns beiden jeweils einer der All-Time-Favorites im MCU ist. Heute geht es um einen Film, über den ich, wie schon angekündigt, nicht ganz so überschwänglich sprechen kann. Einen Film, den ich deutlich kritischer sehe als viele der anderen. Und zwar geht es heute um Iron Man 3. Regie geführt hat Shane Black. Der Mann ist vor allem bekannt dafür, dass er die Drehbücher für zum Beispiel Lethal Weapon geschrieben hat. Oder er war für das Drehbuch und die Regie von Kiss Kiss Bang Bang zuständig. Die Musik stammt von Brian Tyler. Der hat eine gigantische Filmografie. Da ist aber ganz wenig dabei, was mir irgendwie was sagt. Am ersten noch die diverse Fast and Furious Filme, die ich ja alle nicht geguckt habe, aber da war er wohl sehr oft dabei. Er hat das Titelthema von der neuen Hawaii 5-0-Serie zum Beispiel gemacht. Oder zum Beispiel die Musik zu Alien vs. Predator 2. Ein Spitzenfilm. viele der anderen Sachen sagen mir jetzt nichts, aber man muss sagen, für Iron Man 3 hat er tatsächlich ein Thema und einen Soundtrack aus dem Hut gezaubert, der tatsächlich ein bisschen mehr Wiedererkennungswert hat. Also das Thema zu Iron Man 3, gerade mit dem dazugehörigen Remix, oder wie man das so nennen möchte, der im Abspann läuft, das klingt schon ziemlich cool und hat auch einen Wiedererkennungswert. Also insofern gar nicht schlechte Musik. Worum geht's? Das Ganze spielt, ich weiß nicht genau wie lange, aber nicht allzu lange nach dem ersten Avengers-Film, logischerweise. Die Alien-Invasion wurde abgewehrt, nicht zuletzt durch das heldenhafte Eingreifen von Tony Stark, der die Atomrakete, die von der Regierung auf New York abgeschossen wurde, um die Alien-Bedrohung quasi final zu beenden, die er in das Portal, das vom Tesseract geschaffen wurde, wo die Aliens durchkamen, quasi die Rakete durch dieses Portal hochgetragen hat und quasi dort auch das Mutterschiff und alle Aliens quasi auf einen Schlag wegpulverisiert hat und dabei quasi fast selbst ums Leben gekommen wäre. Dieses Erlebnis nagt an Tony Stark nicht nur die Nahtoderfahrung, sondern eben auch die Erkenntnis, dass sich die Menschheit eben jetzt mit mehr als nur dem Kleinkram, der auf der Erde stattfindet, rumschlagen muss, sondern eben, dass es da draußen noch ganz viele deutlich größere und mächtigere Kräfte gibt im Weltall und dass eben das auch langsam zum Problem wird und er sieht sich dem nicht gewachsen und diese Art von Bedrohung versucht er irgendwie zu verarbeiten und es gelingt ihm eher schlecht. Er verkriecht sich, wenn er nicht gerade die Welt rettet, was er irgendwie deutlich weniger tut scheinbar, verkriecht er sich in seinem Keller und schraubt quasi an einem neuen Iron Man Anzug nach dem anderen, um sich abzulenken. Was dazu führt, dass er zu Beginn des Films schon am 42. Iron Man Anzug gebastelt hat, der einen neuen Kniff hat, dazu komme ich gleich. Der Film beginnt allerdings mit einer Rückblende und zwar befinden wir uns erstmal im Jahr 1999 am Silvesterabend zum neuen Millennium. Der junge Tony befindet sich auf einer Party und feiert ausgelassen, indem er sich eine junge Wissenschaftlerin quasi als Betthäschen ausgesucht hat. Und sie berichtet ihm von einer revolutionären Technik zur Zellregeneration, in der sie arbeitet, aber wo sie in eine Sackgasse geraten ist und so quasi auf dem Weg ins Bett kritzelt Tony ihr mal so eben schnell, weil er eben so genial ist, ihr die Lösung für dieses Problem auf eine Serviette. Am gleichen Abend versetzt er einen jungen Wissenschaftler namens Aldrich Killian, gespielt von Guy Pearce, den sie, finde ich, ganz ganz schrecklich auf nerdig umgestaltet haben, der irgendwie Tony Stark unter Aufbietung all seines Mutes bittet, ihm mit ihm eine Ideenschmiede zu gründen, beziehungsweise in seine Ideenschmiede mit einzusteigen. Den versetzt er schickt ihn quasi aufs Dach, sagt, ja, ich komme gleich und dann sprechen wir drüber und lässt ihn da auf dem Dach einfach stehen. Und ja, dieses Ereignis hat nachhaltige Auswirkungen auf den jungen Aldrich Killian. Zurück in der Neuzeit, wie gesagt, Tony Stark verschanzt sich in seinem Keller und schraubt immer wieder an neuen Iron Man Anzügen und hat mitunter mit heftigen Panikattacken zu kämpfen, immer wieder, wenn ihn die Erinnerung an das Ereignis in New York mit den Chitauri wieder einholt und ja, er hat eben heftige Panikattacken, die er dann nur damit unterdrücken kann, indem er sich in seinen Iron Man Anzug flüchtet und da irgendwie wieder zu Atem kommt und fluchtartig die Szenerie verlässt.
Währenddessen tritt eine neue Bedrohung auf den Plan. Ein Terroristenführer namens der Mandarin, gespielt von Ben Kingsley, ist auf den Plan getreten und verübt Anschläge im Namen der Zehn Ringe, die Organisation, die ursprünglich auch Tony Stark im allerersten Film entführt hatte, und will quasi der US-Bevölkerung und Regierung eine Lektion erteilen. Und irgendwann platzt Tony quasi im Übermut der Kragen und er sagt hier öffentlich in einem Interview: Hier, Mandarin, wie sieht's aus? Komm vorbei, du weißt, wo man, hier ist meine Adresse, du weißt, wo ich wohne, komm vorbei, wir tragen das unter uns aus. Und siehe da, eines Tages erscheint ein Helikopter vor seiner Villa und bombt erstmal die Stark-Villa in Schutt und Asche. Tony schafft es gerade so zu entkommen, allerdings ist sein Anzug beschädigt und befördert ihn erstmal zig Meilen weg von, ich glaube, Malibu ist es, wo er wohnt. Irgendwo in den hohen Norden von den USA, in ein verschneites Kaff, irgendwo in Nebraska. Ich weiß es nicht genau, wo es ist. Dort fällt der Ironman-Anzug endgültig aus und er muss sich erstmal ohne seine Rüstung zurechtfinden. Er lernt einen kleinen Jungen kennen namens Harley Keener, gespielt von Ty Simpkins, der ihn so ein bisschen ja, er darf in seiner Garage irgendwie an neuen Sachen basteln und versuchen, den Anzug zu reparieren und und. Und mit ihm zusammen verarbeitet er auch so ein bisschen diese Panikattacken auf und die Ereignisse in New York. Gleichzeitig findet er aber auch heraus, dass die Anschläge, die angeblich auf das Konto von Mandarin gehen, seltsame Eigenheiten aufweisen, nämlich dass diese Explosionen, die da stattfinden, irgendwie von keiner natürlichen Bombe ausgelöst sein können, weil es gibt keine Trümmerteile, es gibt keine Überreste und, und. Und so stellt sich langsam raus, dass diese Explosionen mit dem Heilverfahren zusammenhängen, das die Wissenschaftlerin Maya Hansen, gespielt von Rebecca Hall, die Tony Stark damals auf dieser Party kennengelernt hat, dass die ein Heilverfahren entwickelt hat, wo Menschen tatsächlich abgetrennte Körperteile nachwachsen, aber dass dieses Virus, was sie dafür einsetzt, dass das sehr instabil ist und bei manchen Personen dazu führt, dass die furchtbar heiß werden und zu glühen beginnen bis hin zur Explosion. Und bei den Leuten, bei denen das anschlägt und denen dann nicht nur neue Arme, neue Beine, was auch immer wachsen, dass die dann auch tatsächlich so Feuerkräfte und Lava-Fähigkeiten und weiß der Geier was hat. Ja. Ich breche an der Stelle jetzt mal die Handlung ab, weil ich möchte jetzt auch nicht bis ganz zum Ende durchexerzieren, aber ich denke, als grober Plot reicht es erstmal. Ich habe ein paar Probleme mit diesem Film. Ja, zum einen ist, also ich habe es ja schon angedeutet, dass hier der Aldrich Killian, sein Gegenspieler, der zu Beginn noch total nerdig und also ich habe ihn ganz furchtbar eine Perücke aufgesetzt und eine schlimme Brille und Pickel ins Gesicht gemacht und so. Das sah schon sehr, sehr unecht aus und später kommt er dann eben neu gestylt, als eben halt ist halt Guy Pearce und er sieht halt schon gut aus und macht dann Pepper Potts schöne Augen und so weiter und so fort. Also ihn finde ich als Gegenspieler so ein bisschen, ja, also der Bösewicht, der nur deshalb böse ist, weil er enttäuscht wurde und es ist so ein bisschen, er ist auch wieder so ein bisschen ein blasser Bösewicht. Dann diese ganze Nummer mit dem Extremis-Virus, ich weiß, das ist aus den Comics so auch direkt entnommen, also dieses Virus, was den Menschen, die Prozedur überstehen, dann diese Feuerkräfte gibt und so. Das hat so. Also bei aller Marveligkeit und bei allem Superhelden-Krams, den man da ja akzeptieren muss, wenn man diese Filme guckt. Ich finde diese, also Feuerspeiende und Lavaspeiende und sonst wie zigtausend Grad heiß werdende Menschen durch ein Virus, ich weiß nicht. Also das geht bei mir echt hart an die Grenze des Glaubwürdigen, ja, also bei aller Akzeptanz, was Marvel-Kram angeht. Aber naja, ich fand das so ein bisschen seltsam. Dann eine Sache, die ich auch gar nicht irgendwie cool finde, ist der neue Anzug, den er hat. Also der Mark 42, den er zu Beginn des Films baut, hat das Gimmick, dass er sich aus ganz vielen Einzelteilen zusammensetzen lässt, die auf Zuruf quasi zu Tony hinfliegen und sich quasi im Flug an seinen Körper dran bauen. Das heißt, der Anzug liegt in Einzelteilen irgendwo rum und auf einen Schnips von Tony Stark fliegen die Teile zu ihm hin und assemblen sich an seinen Körper ran. Eigentlich ein nettes Gimmick.
Aber wir haben dann natürlich wieder so die obligatorische Szene, wo er das erstmal testet und die Teile so an sich ranfliegen lässt und so weit, so cool. Aber das letzte Teil erwischt ihn dann irgendwie unvorbereitet von hinten und mit einem Schlag zerbröckelt der komplette Anzug in 1000 wieder in seine Einzelteile und scheppert da in der Gegend rum. Und irgendwie wirkt dieser Anzug dadurch furchtbar gakelig. So, also, ne, so, wenn man mal den ersten Iron Man Anzug aus dem ersten Film sieht, das war noch eine Rüstung, ja. Er brauchte Roboter, die das Ding an ihn dran bauen, und er wurde so richtig in diese Rüstung reingeschweißt, ja. Also, er ist quasi der unverwundbare Mann in der Eisenrüstung. Und jetzt hat er eben diese wackeligen, gakeligen Einzelteile da an sich, wo man immer das Gefühl hat, einen Treffer und das Ding fliegt ihm wieder in 1000 Fetzen vom Körper ab. Und da wirkt dieser Anzug einfach nicht mehr so wehrhaft wie vorher noch. Und weiß ich nicht, ist vielleicht eine Geschmacksfrage, aber ich fand das irgendwie nicht cool. Und außerdem mochte ich halt immer diese Tony, der Anzug wird an Tony so rangeschraubt. Ich mochte diese Szenen halt immer, und die fallen jetzt halt eben dadurch auch weg. Naja, der Ironman-Anzug hat noch eine weitere Neuerung, und zwar sind diese Anzüge mittlerweile fernsteuerbar. Das ist auch so eine Sache, die ich sehr, sehr kritisch sehe, weil wir haben dann tatsächlich irgendwann Szenen, wo quasi der Anzug völlig im Alleingang den Tag rettet und Tony quasi nur daneben steht mit so einem Headset auf, wo das ganze Ding zwar aus der Ferne steuert, aber er ist eben nicht mehr selbst im Geschehen. Er begibt sich nicht mehr selber in Gefahr und schickt quasi eine Drohne los, und irgendwie kratzt das so ein bisschen an der Heldenhaftigkeit von Iron Man, weil es macht ja den Helden aus, dass er sich selber in Gefahr begibt, um andere zu retten, und wenn er halt einfach nur eine Drohne losschickt, ist das irgendwie, finde ich das irgendwie lame. Das, ich meine, klar, später im großen Finale kommt dann die Szene, wo quasi alle 42 Iron Man Anzüge im Alleingang darum fliegen und hat also quasi diese Iron Army, die er da hat, oder Iron Legion heißt es, glaube ich, die dann da rumfliegen und da quasi so ein gigantisches Feuerwerk an Iron Man Action da abfeuern. Aber die sind halt eben alle nicht, es sind halt alles nur Drohnen, wenn man so will. Und dann fragt man sich halt schon, braucht's Iron Man, braucht's Tony Stark eigentlich noch, wenn die Anzüge im Alleingang genauso gut sind wie er, wenn er das Ding steuert? Und klar, die werden zu Scharen vom Himmel geholt, aber eben nur, weil im großen Finale halt ein bisschen was explodieren muss. Deswegen werden halt auch ein paar von den Anzügen abgeschossen. Aber im Großen und Ganzen können die das Gleiche, als wenn er da mit drin säße. Und ist ein komisches Feature, was sie Gott sei Dank ja auch später dann auch wieder haben fallen lassen. Ein anderes Thema, was den Anzug angeht, finde ich auch, ist ein bisschen seltsam, dass zum einen kann mittlerweile scheinbar jeder diesen Ironman-Anzug tragen. Also ich dachte immer, der wäre halt irgendwie auf Tony geeicht, so, das, ne, so sein Körper, und er baut das Ding für sich. Und aber trotzdem kann zum Beispiel Pepper Potts trägt einmal den Anzug, weil er ihn quasi zu ihrem Schutz an sie dran fliegen lässt, und dann ist sie halt im Ironman-Anzug auf einmal. Später wird zum Beispiel der US-Präsident mit der War Machine-Rüstung, beziehungsweise der Iron Patriot-Rüstung, wie er ja in dem Film heißt, entführt, weil die Rüstung ferngesteuert wird, und er wird einfach nur der Präsident da reingesteckt und die fliegt dann mit ihm davon. Also es scheint, dieser Anzug ist jetzt irgendwie für jeden gemacht. Im Gegensatz dazu, im großen Finale, wenn alle Anzüge angeflogen kommen und Rhodey sagt zu Tony, ja, jetzt geht's endlich los, komm, gib mir einen Anzug. Und Tony sagt, nein, nein, der ist nur auf mich kalibriert. Und dann denke ich so, nein. Da saß schon Pepper drin und der Präsident, und auch noch einer von den Bösen hat sich auch schon den Anzug geklaut. Und also irgendwie, ist er jetzt auf ihn kalibriert oder kann den jetzt jeder anziehen? Das ist war so ein bisschen sehr plot-convenient, wann das wie geregelt wird. So, fand ich ein bisschen seltsam. Die Sache mit Tonys Panikattacken ist so ein Ding. In den Comics ist es ja wohl so, dass Tony Stark krass alkoholabhängig wird irgendwann. Also es hat halt ein richtiges Alkoholproblem. Das wurde ja auch im Iron Man 2 schon angedeutet, wo er sich da besäuft auf der Party und dann da irgendwie völlig verantwortungslos im Suff mit der Iron Man-Rüstung da auf Flaschen schießt und so. Das sollte da wohl schon angedeutet werden und jetzt im dritten Film ausgebaut werden. Aber da wir uns ja mittlerweile unter der Schirmherrschaft von Disney befinden, was die Marvel-Filme angeht, wurde denen das Thema Alkoholismus wohl
ein bisschen zu heikel und deswegen wurde das halt abgewandelt. Also er hat zwar trotzdem seine Aussetzer und ist nicht mehr zurechnungsfähig, aber eben nicht wegen Alkoholkonsum, sondern aufgrund seiner, ja, also ein posttraumatisches Stresssyndrom, wenn man so will. Okay, ist für die Handlung jetzt eigentlich fast egal, aber es hätte Tony halt eben so ein bisschen eine dunklere Schattierung verpasst, wenn er eben dieses Alkoholproblem gehabt hätte. Und jetzt hat er halt diese Panikattacken, die er dann aber auch im Laufe des Films relativ bald wieder überwindet. Ja, weiß ich, also ist okay, diese Abänderung, aber ich hätte es mal interessant gefunden, wie sie mit dem Thema Alkoholismus tatsächlich umgegangen wären, wenn sie es durchgezogen hätten. Eine coole Nummer fand ich die Sache mit dem Mandarin. Wir sind ja hier im Spoiler-Territorium, deswegen sage ich es jetzt einfach mal. Der Mandarin, gespielt von Ben Kingsley, er stellt sich halt eben raus, dass es eben nicht der wahre Mandarin ist, sondern dass er quasi nur ein Schauspieler ist, der sich vor die Kamera setzt und diese Terroristenvideos dreht, der ansonsten ein ziemlich versoffener Lappen ist, aber eben diese Rolle spielt. Und das war also im Kino war das ein ziemlich cooler Twist. Weil der vorher immer böse und hier mit Exekutionsvideos und dann stellt er sich halt als dieser Volltrottel raus, der quasi nur diese Rolle spielt. Das fand ich eigentlich schon ganz geil. Wo Leute sich ja aufgeregt haben, weil irgendwann Aldrich Killian in seinem Bösewicht-Monolog am Ende dann sagt, ich bin der wahre Mandarin. Und dann alle sagen so, nee, der Mandarin ist ein... Ich glaube, im Original ist er halt Asiate irgendwie und dann sagt er, nee, du bist nicht der Mandarin. Da haben sich, glaube ich, viele Fans da irgendwie aufgeregt. Ich glaube, es war aber eher so gedacht, dass er halt sagt, die wahre Bedrohung bin eigentlich ich und nicht dieser Fuzzi da, sondern es geht um mich, ich bin hier der eigentliche Terrorist. Aber dass er eben sagt, ich bin der Mandarin, ja, kann man missverstehen, ich weiß nicht, ob es wirklich so gedacht war. Jedenfalls haben sie es dann im Endeffekt so hingebogen, weil wir werden ja den wirklich wahren Mandarin, dann im Shang-Chi-Film kennenlernen, irgendwann 2021, 22, keine Ahnung, wann der rauskommt. Eine coole Szene fand ich tatsächlich, als Tony versucht, ohne den Anzug die Basis von Aldrich Killian, beziehungsweise vermeintlich vom Mandarin, zu infiltrieren und sich dann quasi nur mit seinen technischen Skills und dem Material, was er in so einem handelsüblichen Baumarkt zusammenkriegt, sich da so Infiltrations-Gadgets baut und dann eben diese Anlage da infiltriert und da die Wachmänner ausschaltet. Das war eine ganz coole Nummer. Das hat Spaß gemacht. Ansonsten bin ich jetzt eigentlich kein so riesengroßer Freund davon, wenn so ein Film darauf aufbaut, dem Helden erstmal gleich mal die Kräfte zu nehmen und ihn dann quasi nur als Mensch zu zeigen und wie er ohne seine Kräfte klarkommt und so. Wo ich dann denke so, ja, das ist mal ganz schön, aber eigentlich möchte ich einen Iron Man Film sehen, um Iron Man Action zu erleben. Und dann kriegt er halt relativ im ersten Drittel des Films kriegt er halt direkt den Anzug abgenommen und muss dann erstmal alleine da zurechtkommen und dann nur mit dem kleinen Jungen, der auch ja, so mittelnervig ist, da die ganze Zeit seine Dialoge dazu zu halten. Ich weiß nicht, bin da zwiegespannt. Vielleicht war es auch einfach zu viel, weil ich glaube, in der gleichen Zeit, als Iron Man 3 rauskam, kam auch Wolverine, Weg des Kriegers. Den fand ich ja ganz ätzend und da geht's ja auch erstmal drum, dass Wolverine erstmal ganz am Anfang erstmal seine Kräfte verliert und dann erstmal kein Mutant mehr ist und dann nur noch so. Und dann dachte ich so, oh, jetzt hört doch mal auf damit. Und hier, The Dark Knight Rises kam auch zu der Zeit raus, wo dann Batman erstmal zu Klump geprügelt wird und dann erstmal mit gebrochenem Kreuz da im Knast sitzt und erstmal kein Batman mehr ist. Und ich denke so, warum nehmt ihr den Helden immer ihre Fähigkeiten? Das ist langweilig auf Dauer. Und das war halt, bei Iron Man war das halt eben auch so ein Punkt, wo ich dachte, oh Mann, jetzt gebt ihm wieder seinen Anzug, Mann. Ich find's doof. Aber das ist vielleicht auch Geschmackssache. Vielleicht wollen die Leute einfach mehr Tony Stark ohne Anzug sehen. Ich weiß es nicht. Boah, ich habe jetzt nur noch so ein paar Kleinigkeiten, die irgendwie seltsam waren. Ich fand diese Feuer Extremis Gegenspieler alle so ein bisschen zu sehr Fantasy für einen Iron Man Film. Die hätten, glaube ich, finde ich, irgendwie besser in nach Thor gepasst. Aber gut, ist halt so. Ja, was halt auch so ein bisschen seltsam ist, dass Tony zwar am Schluss den großen Bosskampf gegen Aldrich Killian als Feuermensch hat, wo er sich erstmal versucht, da mit mehreren Anzügen gegen den zu behaupten und ihn dann quasi zu besiegen, was er nicht schafft, sondern der regeneriert sich halt immer wieder durch das Extremis-Virus. Und dass dann tatsächlich Pepper Potts die
zwischendurch entführt wurde und auch mit dem Extremis-Virus infiziert wurde, dass die dann auch diese Feuerfähigkeiten hat und mit diesen Feuerfähigkeiten und, glaube ich, einer Granate oder irgendwas dann den finalen Kill ausführt und dann Aldrich Killian dann über den Jordan befördert. Das ist auch so ein bisschen, ich weiß nicht, brauche ich Pepper Potts wirklich als Actionheldin mit Feuerfähigkeiten? Das war so ein bisschen auch ein bisschen komisch. Ja, und der Schluss, das war dann das, was mich endgültig so ein bisschen abgenervt hat. Erstmal in dem Film ist Tony Stark die ganze Zeit, oder nicht die ganze Zeit, am Anfang und am Ende ist er so Offsprecher und erzählt so ein bisschen seine Story. Und am Schluss kommt dann so ein Part, wo er dann sagt, ja, das war die Geschichte und ich habe es natürlich geschafft, Pepper zu heilen. Es wird dann so offscreen irgendwie erklärt, dass er wusste, wie man das wieder rückgängig macht mit diesen Feuerfähigkeiten und das. Klar, er hat das ursprünglich auf diese Serviette gekritzelt und hat das so im Vorbeigehen gelöst bei seiner Kollegin, aber ist er wirklich so genial? Ist Tony wirklich, ich meine, er ist ein technisches Genie, das ist ja etabliert, dass er was Technik und Elektronik und solche Sachen angeht, ist er halt einfach ein Wunderkind und ein Genie, aber ist er halt eben auch auf Biologie und Zellmolekulargenetik und so, ist er da eben auch so genial? Also wow, er ist halt wirklich ein echtes Multi-Universal-Genie, ja. Und ja, also eben im Vorbeigehen hat er eben Pepper Potts geheilt von diesem Extremis. Und weil er gerade dabei ist, sagt er, ja, wo ich, er sagt es auch tatsächlich so, wo ich schon dabei bin, warum da aufhören, sagt er, glaube ich. Und lässt sich mal eben schnell die Granatsplitter aus der Brust operieren und dann eben keinen Arc-Reaktor mehr braucht, der die von seinem Herzen fernhält. Also er hat sich mal eben schnell im Schlussmonolog des Films offscreen mal eben schnell von seiner zentralen Schwäche und von seinem Dilemma befreit. So dieses Dilemma von wegen, dass die Technik, die ihm quasi seine Superkräfte gibt, in Anführungszeichen, dass die ihn auch am Leben erhält durch diesen Elektromagneten, der den Granatsplitter fernhält. Das hat er mal eben schnell offscreen so weggemacht. Und ich weiß nicht, das fand ich so doof. Ich meine, wenn das ein zentrales Element des Films gewesen wäre, dass er versucht, sich davon zu befreien und vielleicht ein paar Mal scheitert und bla bla bla. Aber einfach so, ja, das habe ich jetzt auch weggemacht. Das fand ich doof. Das fand ich voll doof. Und dann sein letzter Satz, wo er dann sagt so, ja, selbst wenn ihr mir meine ganzen technischen Spielzeuge abnehmt, dann bin ich immer noch Iron Man. Und ich dachte so, nö, bist du nicht. Du bist, wie schon in Avengers erwähnt, du bist Milliardär und Philanthrop und Genie und Frauenschwarm und alles, aber du bist eben nicht mehr Iron Man. Vielleicht war ich zu dem Zeitpunkt des Films auch schon so schlecht gelaunt, dass ich ihm diesen Satz nicht mehr gegönnt habe, aber ich weiß auch nicht, ich fand es irgendwie doof. Ja, also alles in allem ist das ein Film, den ich durchaus... Ja, ich weiß auch nicht, ich finde das jetzt wie gespalten. Man kann den durchaus gucken, der hat seine schönen Stellen, auch wie immer. Die Dialoge sind gut. Shane Black ist ja bekannt dafür, dass er gute Dialoge schreibt. Das merkt man ja auch hier an Lethal Weapon und so weiter und so fort. Das ist alles okay. Tony Stark ist cool wie immer. Aber der Film hat eben so ein paar Stellen, wo ich immer denke so, irgendwie stoße ich mich da dran, so. Mag mein eigener Geschmack sein, aber Iron Man 3 ist tatsächlich einer der Filme im MCU, wo ich mich schon das meiste drüber, mit am meisten drüber aufgeregt habe, weil er so viele blöde Stellen hat. Aber gut, ihr könnt ja gerne mal kommentieren, wie ihr denn so fandet. Ich lasse mich gerne eines Besseren überzeugen, aber wie gesagt, Iron Man 3 ist einer der von denen, die ich tatsächlich am wenigsten mag von den MCU-Filmen. Vielleicht auch im direkten Vergleich zu Avengers, der vorher kam, war das halt so ein bisschen Abfall. Man weiß es nicht. Also kein Abfall im Sinne von Müll, sondern Abfall im Sinne von ein Gefälle findet statt. Wir haben wieder eine Post-Credit-Szene, natürlich. Die trägt jetzt nichts groß zur Handlung an sich bei. Man sieht halt nur, dass Tony, der die ganze Zeit den Offsprecher gemacht hat im Film, diesen Monolog quasi seinem Therapeuten hält. Und der Therapeut stellt sich als Bruce Banner raus. Der das Ganze verschlafen hat und dann sowas sagt wie, ich bin nicht so eine Art von Doktor. Ja, war nett. Netter Gag, trägt allerdings in dem Fall mal nichts zum großen Ganzen bei, aber da kommen wir dann bei anderen Filmen wieder zu. Ja, das war's.
wie gesagt, diesmal nicht ganz so, war nie nicht ganz so mit happy mit dem Film, aber wie gesagt, ihr dürft gerne mal sagen, was ihr davon haltet. Nächste Woche geht's dann weiter mit Thor, in Klammer 2, The Dark World oder The Dark Kingdom, je nachdem, in welchem Land man lebt. Und wenn es euch gefallen hat, gerne wieder reinhören beim nächsten Mal. Ich sage tschüss, wünsche euch einen wunderschönen Abend, Mittag, Morgen, wann auch immer ihr euch das angehört habt. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann.